habe ich dir angezeigt, weil ich mich halt verletzt habe und ich wollte, dass das bezahlt wird, ne, auf Schmerzensgeld. Und dann haben die Peter Zwegert angerufen, Privatinsolvenz. Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Phasmophobia. Wir sind heute im Blaisdell Farmhouse. Der Strom ist on a top, also upstairs. Finde den finde mit dem IMF Salz und Hinweise, Salz Geisterereignis. und Barbara. Barbara Manson und alleine oder in Gruppen, okay. Okay, also am besten Okay. ist, wir teilen uns auf. Am besten ist, du bist einfach ruhig. Warte mal, Strom war oben. Ach so, eine Taschenlampe. Ha. Ja, wäre dann cool. Ja, gerade in diesem dunklen Haus hier. Ja. Vorsicht, nicht stolpern, ne? Da guckt ein Bett hoch. Ja, da habe ich mir letztes Mal schon den Zeh Ist der gestoßen. Stromkasten? Oben, oben. Dachboden, ja. Dachboden? Waren hier gerade Gefriertemperaturen? I don't know. Nee, ich habe mir letztes Mal da schon den Zeh gestoßen. Das tat höllisch weh. Und ja, ich habe erstmal Anzeige, also ich habe erstmal Anzeige gemacht auf Privatversicherung und so. Anzeige ist raus. So, Strom ist an. Nee, da habe ich erstmal. Ja, da habe ich. Das war ja bewohnt damals, als ich das letzte Mal hier war. Und dann habe ich dir angezeigt, weil ich mich halt verletzt habe. Und ich wollte, dass das bezahlt wird, ne? Auf Schmerzensgeld. Und dann haben die Peter Zwegert angerufen. Privatinsolvenz. Ja, Schuldenberater da. Barbara, wo bist du? Gib mal Zeichen. Das war ja die alte Barbara, die hier vorher gewohnt hat. Die hat sich dann umgebracht. Jetzt müssen wir ihren Geist finden. Da Peter kam zu spät, du. Er war vorbei mit Schulden beraten. Ihr habt doch was hört? Barbara, wo bist du? Nee, hier sind die Sachen hier vorne. Ich habe was aus der Richtung gehört. Hier ist auch noch ein Raum. Barbara? Sie ist Barbara? oben. Oh, ich bin schon wieder draußen. Da bist du gut. Das war Boah, Jutsche. Ich dachte schon, Barbara rächt sich für meine Anzeige. Aber hier neben dem Teddy, wa? Da müssen wir noch guten Raum abchecken können. gefunden. Bis jetzt nicht, aber ich habe auch nicht drauf geachtet. Wenn du hochgehst, zweite Tür ist der Raum. Okay. Okay. Ausdauer ist weg. Zeit ist fast um. 2, 1, Ende. Joa, dann vielleicht ein paar Kreuze reinschmeißen erstmal. Oder immer ein Ja, hier Kreuz haben wir und ein. Karten. Oh, müssen wir. Wo hast du denn die gefunden? Wegen Foto später? Gleich, wenn man reinkommt, links die Tür. Und dann auf der Kommode gleich rechts um die Ecke oder wo? Links. Auf dem Links. Schreibtisch hier. Wieso ist denn das so dunkel hier? So, diesmal, wir holen hier zwei Kreuze her. Safety first. Ich sollte den Knopf drücken, wenn ich rede. Wenn du reinkommst, die Tür gleich links den Raum und gleich auf dem Schreibtisch. Ja, alles. Naja, ich statte erstmal oben den Raum aus, weil die Zeit ist eh schon abgelaufen. Ja, ich dachte, bevor wir wieder nichts finden. Ja, ich wollte auch nur wissen, wo die Karten sind, falls einer von uns beiden stirbt. Höchstwahrscheinlich Ja gesagt. Wo ist ich. jetzt hier? Zweiter Raum. Das nehmen wir mit. Vielleicht erstmal richtig Kameras aufbauen. Oh, nö. Ja, mal alles reinschmeißen. Von allem ein bisschen. Dann können wir aufstocken. So.
Und hat Barbara Fingerabdrücke hinterlassen? Barbara, ich bin hier, um herauszufinden, was mit dir genau passiert ist. Ich hoffe, wir sind uns wegen der Streitigkeiten von der Anzeige nicht mehr böse aufeinander. Doof, ey. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht nachtragend bist, ja? Ich komme in Sie hat ja noch Frieden. nicht, sie hat ja nichts angefasst, oder? Hier ist auf jeden Fall was geflogen. Ich habe das hier gehört. Ich glaube, die Klötze vielleicht hier oder so. Barbara? Nein, die ist erwachsen. Digga, als ob sich ein Kind so ein Haus leisten kann, ich bitte dich. Die Kinderarbeit ist verboten. Wie sollen der das finanzieren? Mit Zeitung austragen würde das nichts. Was hat die geschmissen? Gläser, als ich sie angezeigt habe. Oh, weiter reinholen. Können wir schon mal Salz mitnehmen? Nee, Salz, dann brauchen wir Fotoapparat wegen Footprints. Das gibt Money. Was haben wir noch? Geisterereignis und IMF. Den haben wir auch noch gar nicht. Und das Buch haben wir nicht. Hat Barbara sich schon irgendwie bemerkbar gemacht? Ja, die ist bestimmt bockig. Das war ziemlich teuer. Ja, na, eigentlich ist Barbara schuld, ne? Ich hab ihr zigmal gesagt, nagel das Brett da vernünftig fest, dann kann da nichts passieren. Und kaum 23 Bier später habe ich mich dran gestoßen. Da war ich. 23 Bier. Ja, nix intus, weißt du, aber so schnell geht das. Das ist halt, wenn man so nachlässig ist da mit den, ein Haus, da muss man sich halt drum kümmern. Das muss auch mal schick gemacht werden, ne? Hattest du Barbara! eigentlich Gefriertemperatur? Nee. Nö, 6 Grad hatte ich. Ich hatte 0,9, glaube ich, eben. Ich gehe mich mal eben 0,9. umziehen, ja? Muss mal einmal umschlüppern hier hinter. Und, wie sehe ich aus? Sehr schön. Barbara, gib mir ein 0,1. Zeichen. 0,9. Barbara, wo bist du? Sicher, dass sie hier oben Gib mir ein ist? Zeichen. Ja, wir haben ja mega die kalten Temperaturen. Ja, gut, wenn der Raum hier drunter ist, ich weiß nicht. Also ich Nee, hab. ich höre Hast du hier das gar gehört? Hast du nichts. das gehört? Nee. Gib Schreib mir ein ins Buch. Zeichen. Okay. Schreib Kann ins sich jetzt Buch. aussuchen. Und so gibst du uns denn ein Zeichen. Ja, was mich wundert ist, ich habe ja Sachen fliegen gehört. Hier ist zwar der eine Hase ein bisschen schief gewesen, aber man sieht hier halt nichts, ne? Barbara? Barbara, wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Vielleicht die Decke? Viel Macht hat sie nicht, ne? Ist das deine große Rache? Lässt du mich hier ahnungslos rumstehen und suchen? Ohne mir einen Tipp. Barbara, bitte! Es ist der Raum! Es ist der Raum! Ich muss hier raus. Ja, ein Herzinfarkt später habe ich herausgefunden, das ist der Raum. Ich glaube, Barbara ist böse auf mich. Was Nachtragendes hat sie Miststück. gemacht? Nix. Wir waren beste Freunde. Die war ja schon sauer auf mich, nachdem ich sie angezeigt habe. Durfte ich nicht mal Ihr mehr. Jeffrey da ging an? Keine Ahnung, ich durfte nicht mal einen Kaffee Ja, trinken. anscheinend. Die Quest ist ja erledigt. Okay. Ja, ich bin ja auf dem Kaffee vorbei das eine Mal. Hab ihr die Anzeige Ups, höchstpersönlich übergeben. ups. Wo? Da oben rechts eben, mittig. Ja, schon wieder. Jetzt links und oben. Ja. Ich hab's gleich gesehen. Ja, das habe ich gemerkt. Aber hast du jetzt auf Gefriertemperatur geguckt? Nö. Das Licht war aus, es war dunkel, es hat geflackert und sie hat oh, gemacht. Nein, er hat Hu gemacht. Das hat Hä? sich mehr nach einem Mann angehört. Ist Barbara. Ja, die hat sehr viel geraucht.
Und viel getrunken, Schnaps und so. Snaps. Snaps. Ja, sexy. Haben wir schon mal was? Nee, wir haben gar nichts. Geht's Doch, wir haben aber. Orbs. Beweise. Weiß noch. Geisterorbs. Ja, Das einzige. ich hab jetzt Kamera und Salz. Dann können wir Foto auch von den Footprints machen. Also als Geisterereignis da. Von dem was? Fußabdrücken. Hier, guck mal, das Geister-Event haben wir ja auch gehabt. Ich. Ja, Cool. deswegen sage ich nur noch Salz. Ja, das ist ja sexy. Ab rein dafür. Jetzt, du musst noch Pillen nehmen. Hattest du die UV-Lampe oben gelassen? Ich hab die mit. Ja, das war klar. Nimm dir doch selber eine mit, Alter. Lass sie doch einfach oben, dann brauche ich nicht zweimal laufen. Ich verstehe dich nicht, wenn du von da hinten mit mir redest. Ja, ich verstehe dich aber, wenn du von da hinten redest. Hör auf, mich anzuschreien. Ja, ich habe ja auch das Walkie-Talkie genommen. Nein, auch ohne, weil nicht. Warte, ich mache noch ein Foto von den Karten. Hier ist ein Schreibtisch und hier sind Tarotkarten. Boah, mega geil. Liegen hier eigentlich auch Autoschlüssel? Nö, hier gibt es ja kein Auto, ne? Geisterbock. Ja, ich habe das gehört. Guck mal, Lichtschalter. Sie hat Licht ausgemacht. Guck mal, Lichtschalter. Sie war genau neben mir. Ich hatte keine Angst. Es ist eine alte Frau übrigens, ne? Also. Hat sie ins Buch geschrieben? Nö, noch nicht. Also Fingerabdrücke sehe ich nix. Sie stand genau hier. Ich kann das Buch nicht ablegen. Ich sollte auch die richtige Taste drücken. Barbara? Telefon! Schreib ins Buch. Jetzt müssen wir mal langsam hier seriös werden. Ach so, wir haben jetzt die Geisterbox. Das Kreuz ist verbrannt. Mario Kai Onryo. Das Kreuz ist verbrannt. Ja. Mare ist Buch. Yokai ist Dots-Projektor. Onryo ist Gefriertemperaturen. Schreib ins Buch. Also der Dots liegt super, weil sie ist genau hier gewesen. Barbara, schreib ins Buch. Oh oh, ich habe nur noch ein Foto. Keine Gefriertemperatur. Drei Sterne Geist. Bin doof. Ich habe meine Kamera weggeschmissen. Schreib ins Buch. Barbara, ich befehle es dir. Barbara, können wir nachträglich noch im Buch irgendwie eine Einigung reinschreiben? Scheiße, ich habe keine Fotos mehr. Ich hole meine Kamera. Was war das? Der Ventilator. Das habe ich ein bisschen verkackt, ne? Ich hole meinen lockerer Finger, Alter. Nee, das ist Taschenlampe. Also Dots können wir eigentlich doch ausschließen, oder? Also ich gehe davon aus, Buch oder... Was waren das andere? Gefriertemperaturen, die hätten wir doch auch schon gehabt. Oder nur kurz. Wir waren ja dicht dran. Nehmen wir noch mal ein Buch mit. Hast du noch ein Thermometer? Gar nicht drauf geachtet. Hast du das in der Hand?
Wegen Gefriertemperaturen. Vielleicht geht der auch nur ganz kurz unter 0 Grad. Das würde reichen. Nee, Fingerabdrücke sind raus. Achso, du siehst nichts mit den Füßen. Dann war das Foto wahrscheinlich umsonst. Nee, Fußabdruck. Toll. Entschuldigung. Ja, weil du einen Aber Knopf. Du hast einen Gefriertemperatur war jetzt nicht. Knopf losgelassen. Barbara, schreib ins Buch. Ja, wir haben jetzt zwei Bücher drin, also die muss ja reinschreiben. Wo war das? Ich mach mal Licht kurz an. Oh. Was denn? Das Kreuz ist richtig dolle verbrannt. Ja. Wir haben noch keinen dritten Beweis. Läufst du so? Ich wollte dich angucken beim Laufen. Warte auf mich. Warte auf mich. Erst dich. Ja, was machen wir jetzt? Wir haben keine drei Beweise. Ja, warte doch mal. Bah! Was bist du denn? Du bist Panikattacke. hibbelig. Ja, Panikattacke. Ich sag, wie es ist. Klaustrophobie ist ein Dreck gegen mich. Jetzt geht's ja ab, ey. Alter, geht die ab. Party. Strobopop. Ich hab voll das Brett vorm Kopf. Ja, nice. Und jetzt? Alter. Hantet die? Nee. Die Linie ist ganz weit unten. Was war denn noch? Was hatten wir Was? noch? Ja. Box. Box. Meinst du nicht, dass es der IMF ist? Wir hatten doch ein Geister, Dings mit IMF. Nee, es ist ja nur noch über der Dots-Projektor, Geisterbuch oder Dings. Gefriertemperaturen. Und Also der Mimik. Gefriertemperaturen würde ich ausschließen. Ja, der Mimik ist dann auch raus, weil der hat Gefriertemperaturen und Fingerabdrücke. Und wenn du die Ja, nicht da gesehen habe ich nicht hast. einmal irgendwie zwischen. Nö. Ja, ich gehe Du davon kannst ja nur aus. das Buch. Ja, gehe ich auch von aus. Bei Dots Projektor hätten wir auch schon gesehen. Genau da, wo der liegt, ist die Ja. zweimal gekommen. Ja. Und erschienen ist sie da auch noch. Naja, du Drecksau. Ja, dann, welcher ist denn das? Dann machen wir Buch. Der Mare. Ja, das ist halt die Frage. Machen wir das oder machen wir das nicht? Das Licht aus auf Ich jeden sag mal, Fall. Dots ist auf jeden Fall raus. Ah. Weil der liegt ja super. 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 Also es kann ja eigentlich nur, ja, wenn du Gefriertemperaturen auch gar nicht hattest. Aber du warst ja einmal auf 0,1, ne? Ja, aber Das ist ja dicht dran, nie, ne? nie Minus. Ja, sie schreibt ins Buch. Ja, ich sehe es gerade. Sag ich doch. Ja, der Stift bewegt sich. Wer geht rein, macht das Foto? Der den Fotoapparat hat. Kannst du mal halten? Liegt da auf der Tastatur. Okay, wir gehen zusammen rein. Weil wir ein Team sind. Genau. Jetzt machen wir die fertig. Ich hätte jetzt fast ein böses Wort gesagt. Ich gebe dir einen Tipp, es reimt sich auf Lampe, fängt aber mit Sch an. Cool. Bitte? Homogen? Die hat nicht geschrieben, die hat nur gemalt. Ich bin weg. Oh. Ich hätte so gern die Tür zugemacht. So, komm. Hast du die zugemacht? Ja, eben gerade hinter dir aber erst. Also du warst schon draußen. So ein Schwein bin ich nicht, dass ich das mache, wenn du noch drinne bist. Ja, komm, Alter. Wie oft hast du das gemacht? Ich kann mich an nicht einmal erinnern. Wenn du was anderes behauptest, will ich einen Ey, Videobeweis, du sonst hast glaube ich vom dir gar Kreis ein nichts. Foto. Ja, ich weiß. Die sieht ja richtig eklig aus. Ja, so eine alte Oma. Ist Tarotkarten. meine Ex. Knochen, wo hast du denn den Knochen gefunden? Ich habe einen Knochen gefunden. Hier steht Knochen, ein Bild.
Leute, das ist im selben Raum. Aber wo? Keine Ahnung, wo ist. Hä? Im Schrank vielleicht? Das muss ja. Warte mal, da ist keiner. Ich gehe mal auf Zoom. Könnte das da unterm schaukelpferden Knochen sein? Dahinter so? Keine Siehst Ahnung. du diesen hellen Streifen? Weil ich wüsste jetzt, Also, sonst wüsste ich jetzt auch nicht, wo. Ich habe da nichts gesehen. wie zoomt Also man denn ehrlich ran? jetzt. Ich bin einfach mit meinem Gesicht dicht an den Bildschirm Ach gegangen. so. Nice. Ja, siehst du, dann haben wir doch de Mare. Ja, perfekt. Bari, bari. Abfahrt, Wiedersehen, Barbara. Strom sparen. Haben wir noch irgendwas vergessen? So, wir hätten den Knochen ja noch holen können. Oh. Mare, bare, mama, mare, mare, Das war ja mama, mare. selbsterklärend. Ich wusste schon, als Barbara damals sich umgebracht hat, dass das eine Mare wird. Ja. Ganz bestimmt. Wegen meiner Anzeige. Ja, die Anzeige ist Anzeige ist raus. raus. Ja. So, das war eine weitere Folge Phasmophobia. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Like den Beitrag von mir aus. Abonniert gerne, wenn ihr Lust habt. Wenn nicht, ist auch okay. Aber es ist doof. Ja, ich bin aber nicht so. Aber wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.